den Götterstein hinter uns setzen wir unsere Karawane fort? Nein, unsere Reise fort. Sehr gut. Ja, genau, hier. Bla 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 bla. Also irgendwie große Krieg, im großen Krieg, bla, war hier irgendwas. Nee, die sehen in der Ferne Rauch und Dredge machen kein Feuer, also müssen das Menschen sein. Aber die Dredge werden dem Rauch auch folgen. Ja, das ist blöd. Wir haben trying, also vielleicht will jemand auch unsere Aufmerksamkeit, sagt Fasold. Die anderen Schlitz, die aus Schlitz gekommen sind. Schlitterer. Sind in die Richtung gegangen. Wir sollten das auf jeden Fall angucken. Die Zeit wird sich dafür lohnen. Sollten wir? Ja. Hä? Entschuldige, ich habe gelesen, it's worth the risk. Ich habe das gerade falsch gelesen. Ja, mein Gott. Weiter. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Weiter. Ja, Murga kommt privat zu uns. Oh, der hat gerade frei. Der kommt ein bisschen Spaß haben. Es verschwinden immer mehr Krieger. Certain several have just gone missing. Mostly men, but some war too. Also es verschwinden immer mehr. Auch meistens Menschen, aber auch einige Wahl. Ich weiß nicht genau, warum. Aber dieses Zurücklassen können wir nicht einfach auf sich ruhen. So, Morga questions the ones who have returned, demand answers personally. Also entweder Morga sagen, er soll sich darum kümmern, mit den Leuten reden, die da irgendwie wiedergekommen sind, sollten selbst uns umhören, ein Beispiel. Not anything, also Ludin deswegen ausfragen. Also wenn die Antwort schon gegeben ist, würde ich gleich mal sagen, dass der hinter unserem Rücken irgendwas Scheiße erzählt. Deswegen Ludin. Ja, reden wir mit Ludin. Danke Ludin! Du bist der Beste. Warum haben wir den nochmal nicht getötet? Weiß ich nicht. Achso, adelig und so. Ich habe das angeordnet, sagt Ludin, als wir ihn damit konfrontieren. Ich habe meine Leute weggeschickt, um das Gold zurückzuholen vom abgestürzten Karren. If you have a problem with your warriors joining them, maybe you should keep them under control. Also, dass unsere Leute sich zum Teil da ihm angeschlossen haben und da eben geholfen haben beim Recovern des Goldes, beim Zurückholen. Dafür kann er nichts, das waren unsere Männer. Sollten wir besser unter Kontrolle haben. Demand, he turns over the loot. Wir sind ja politisch korrekt. Aber das Spiel macht es einem leicht, oder? Jedes Mal dürfen wir ihm ins Gesicht schlagen. Oh, es ist verlockend. Aber verlockende Sachen sind in diesem Spiel nicht das Beste. Ich glaube nicht, das ist gut. Ja, komm, wir lassen mal klären. Ihr habt da so viel Gold zurückgelassen. Was sind denn die Chancen? Wie groß sind die Chancen, dass es in einem Monat oder so noch da ist? Der einzige Grund, warum hier was? Each carrying a share, keine Ahnung. Also jeder seinen Anteil bekommt. Der einzige Grund, warum nicht jeder ein bisschen trägt, ist, weil die sich nicht vertrauen. Ja. Demand he turn over the loot. Das ist, glaube ich, das Zivilisierteste. Ja. Nein, sagt er. Murga pulls you aside. He does no claim to the gold, but he takes no orders from us either. Er ist ein Gleicher unter Gleichen. Wir sind auf Augenhöhe. Er wird sich nichts von dir sagen lassen. Sie werden uns das schon zurückgeben, wenn das hier vorbei ist. Okay, dann... Pull him into the ground. Back down. Schade. wir gucken ihn wahrscheinlich so böse an, so finster, dass er verstanden haben sollte, dass wir das nicht wollen, dass er noch mehr so... Wenn es nicht in-game ist, dann ist es in real life. Ja, ich gucke gerade den Bildschirm ganz böse an. Meine Kämpfer brauchen eine Pause. Und genauso wie Dennis stöhnen wir auch. Ja. Also Murga lehnt sich an einen umgestürzten Baum. Knabbert an einer Kruste Brot. Es wird kälter, sagt er, während er in die Ferne starrt. Wir können Richhorn schon sehen. Das seht ihr am rechten Bild. Wahrscheinlich dort, ja. Im Vordergrund sehen wir ein paar Dredge, die auf uns warten. Sind das nicht Bäume? Das sind Dredge. Das sind eindeutig Dredge, Fabian. Was hast denn du für Augen? Alte. Ach so, stimmt, ja. 3 Jahrzehnte. da kennt man schon keinen Unterschied mehr zwischen Bäumen und Menschen. Oder sowas. A flock of ravens float across the clear sky, taut sofort. Genau, ja, wir sollten den Vögeln folgen. Das ist keine besonders schlaue Idee, finde ich, weil die fliegen ja einfach hin
Und das sagt nicht, dass das der beste Weg dorthin ist. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ja, natürlich, wir wollen ja zu dem Fort. Natürlich Warum? Müssen wir den Vögeln folgen, letztlich irgendwo. Aber ja, aber, also... Why? Without another word, Mowgli starts running toward the birds and tumbles over the cliff. Was? Suddenly, he's gliding through the air, flapping his arms for all they're worth. Also, er schlägt mit den Armen und fliegt über die Klippe, was? Towards the Richhorn before he bursting into flames and into the tower. Like a log from a modern campfire. What? What? Also, Mowgli fliegt über die Klippe, geht in Flammen auf und... Und liegt dann wie ein verbranntes Stück Holz im Hause. Ich check grad überhaupt nicht, was hier los ist. Was? Then you wake up. Ah, okay, Gott sei Dank. Es war nur ein Traum. Wir haben, ich erinnere mich nicht, dass wir ein Camp aufgeschlagen haben und dass ich vor allen Dingen auch irgendwie eingeschlafen bin. Was geht hier vor? Mowgli ist also doch nicht verbrannt, kommt näher zum Campfire, also zu unserem Lagerfeuer. Hakon, hast du es gesehen? Ja, ja, aber beide sind sich einig, dass sie das vielleicht lieber für sich behalten. Also Mowgli hat es auch gesehen. Das ist ja verrückt. Nee, das, ich glaube einfach, dass er sich im Schlaf bewegt hat. Ach so. Okay. Das war gerade fies. Das war, ich war völlig verwirrt gerade. Wollen wir jetzt den einen noch aufsteigen lassen? Wir haben ja jetzt noch mal ein bisschen Renown bekommen. Bersi, meinst du? Ja. Ich weiß nicht, aber... Ja. Ja, so, du hast ja Level 2. Guck mal, Promote. Das kostet ja auch nicht so viel, es kostet ja nur 5. Ja. Haben wir 17 übrig. Können wir im Zweifelsfall auch noch mal irgendwie Vorräte stimmt. oder so kaufen oder sowas. So, was hat der denn besonders wenig? Der hat eigentlich von allem nicht so viel, ne? Nee. Der kann auch wieder einen Rundumschlag machen. Dann sollten wir ihm vielleicht die Möglichkeit geben, da ein bisschen mehr reinzubuttern, oder? Jo. Da finde ich 4 ist in Ordnung. Das, also er sollte auf jeden Fall, da sollten wir aufrüsten, weil das kann er viel. Also 11 ist schon eine ganze Menge. Ja, aber erstmal an Verteidigung bzw. HP. Ene Minimu? Ene Minimu. Karin, 1 oder 2? 2. HP. Gut. Sehr gut. Karin ist immer eine Hilfe. Selbst wenn man das gar nicht denken würde. Ey. Wenn man nur 1 oder 2 fragt, das war jetzt keine große Entscheidung. Jeder normale Game hätte 3 gesagt. Richtig. Aber du denkst nicht aus der Box. Wir sollten mit dem Spiel weiter. Lass dich nicht verscheißern. Danke, Karin. Weiter geht's. Leaf. Ich mag Blätter. Wieso magst du Blätter? Leaf. Achso. Ah. Ja, ich glaube einfach immer nicht, dass du Englischwitze machst. Ja, danke. Du checkst ja noch nicht mal, wo Dredge sind. I'm sure you see that we are being followed. Also jemand folgt uns, Dredge sind Anhänger an unserem Arsch, seit wir den Godstone verlassen haben. Viele. Ja, wir haben ja da auch 600 oder so besiegt. Die haben sich zurückgezogen. Ich meine, die müssen ja irgendwo da in der Nähe noch rumhängen, also sind ja nicht plötzlich weg. Ich wette, wenn wir am Godstone einfach gewartet hätten, hätten die uns auch in der Nacht überfallen. Das könnte sein, ja. Genau. Plenty in front of us. Also könnten auch noch eine ganze Menge vor uns sein. Und wir sind nur einen halben Tag entfernt von sehr dichtem Wald. Vielleicht können wir sie dort verlieren. Wir sollten hier versuchen, sie zu bekämpfen. Da können wir aber in 2-Fronten-Krieg geraten. Ja, wir werden sie verlieren, oder? Ja. Was versuchen im Wald? Also die Wale mögen das gar nicht, durch so dichten Wald zu laufen, das ist verständlich. Sind ja auch große, starke Viecher. Aber die Dredge passen es noch mehr. Genau, so ist es. Genau, most stop at the edge of the forest. Ein paar sind uns allerdings gefolgt. Jedenfalls, aber nicht mit großem Erfolg. I hope you can outpace them. Also wir versuchen sie im Wald abzuhängen. Da ist nämlich auch schon der dichte Wald. Und damit sind schon mal die Großen ausfiltriert. Das ist sehr gut. Wieder ein Tag vorbei. Tief im Wald sehen wir ein paar Dreads, die herumlungern. Ja, vor allen Dingen haben sie uns umzingelt. Ja. Und zwar in großer Zahl. Ein paar Dreads ist gut. Dark Shapes, also ihre dunklen Umrisse, zeichnen sich in jede Richtung bei den Bäumen ab. Mowgli, komm mal her. Hast du irgendwelche Ideen? Wir sollten einfach warten. Get the others ready to fight. Hat vielleicht Mowgli irgendeine gute Idee? Fragen wir ihn mal, oder? Ja, bete zu irgendeinem Gott. Dankeschön. Da sind noch viel mehr auf der anderen Seite des Waldes, soweit ich gesehen habe. Wir könnten richtig stark unterlegen sein, vor allen Dingen, wenn wir warten.
Yrsa Pierce, also die rote Hexe von dem von Ludin. Was ist denn, sagt sie, wenn wir den Wald in Flammen stellen? Ja, genau. Into a trap. Wir könnten sie in eine Falle locken damit. Okay. Also, erst entweder einfach kämpfen, uns durchkämpfen, einfach warten und gucken, ob sie einfach von allein verschwinden. Könnte möglicherweise nicht passieren. Nee, die werden wahrscheinlich dann eher nur mehr. Ja, wir könnten ein Feuer veranstalten, dabei verlieren wir wahrscheinlich die Hälfte unserer Leute, weil die selbst auch, weil es außer Kontrolle gerät und weiß ich was. Wir sollten sie in den Wald locken und da unter da in Brand stecken. Da verlieren wir 80% unserer Leute. Wir sollten sie in den Wald locken und ohne Feuer. Sie darf versuchen, irgendwie abzuhängen wahrscheinlich. Also, zweitens fällt schon mal raus. Erstens würde ich auch erstmal draußen lassen. Mit Feuer spielen ist halt gefährlich. Also macht Spaß. Ich würde sie schon mal nicht reinlocken. Also, draw them into the woods ist einfach false zu gefährlich. False fire is a distraction. Wollen wir drittens machen? Ja, komm. Ja, man lebt nur einmal. YOLO! You have caught Yrsa about an off track of the trees. Also, wir gehen am anderen Ende des Waldes, soweit wir eben gehen können, ohne dass die Dredge uns treffen. So, und dann packen wir da ein bisschen Flaming Arrows aus und das fängt alles Feuer. Was schon mal gut ist? Ja, ist schon mal gut. Back to the caravan. So, wir gehen zurück. Murga, die Dredge laufen in Richtung des Feuers. Warum das? Warum läuft man denn in Richtung des Feuers? Naja. Ja. Die werden vom Feuer angezogen, das haben sie ja vorhin schon gesagt. Ja, stimmt. Sie lacht vor sich hin leise, was wieder mal so ein bisschen verstärkt, dass sie ja die Hexe genannt wird von den Wahl. Eine Psychopathin. Ja, so ein bisschen Psycho ist sie, aber mein Gott, wenn es funktioniert hat, der Plan, dann bin ich ihr dankbar. Nach einer halben Stunde ist weniger Dredge geworden, aber noch nicht die ganz ihre weg. Reihen sind ausgedünnt. Sehr schön. So, wir sollten schnell abhauen. Wir brechen durch die Bäume und kämpfen gegen die. Genau. In die Dredge rein. Oh ja, yeah. Von hinten. Und wir versuchen durch sie durchzuschneiden, bevor die anderen das mitbekommen. 556 sind es immer noch, obwohl die ihre Reihen schon ausgedünnt sind. Ich will nicht sind. Wissen, wie viel es dann mit normalen Kampf haben. 1500 wahrscheinlich, ja, oder so. Alter Falter. Ja, komm, ran an die Buletten. Rush into battle. Come on. Nehmen wir das. Ja, das ist unser. Sie stirbt jedes Mal. Ich weiß nicht, ob wir sie. Wir könnten auch den großen, also Fassold einfach mal. Oder einfach mal das reine, krasse. Einfach nur Wahl. Wahlteam. Genau. Dann haben wir erst zwei starke, dann einen schwachen, dann wieder etwas stärkere und dann wieder einen schwächeren. Also ist vielleicht ganz okay so. Ja. Aber auch dieser Kampf findet erst nächste Folge statt. Genau. Tschüss. Tschüss.